wir stehen jetzt in Tallinn an einer ganz besonderen Bushaltestelle. Seht ihr vielleicht schon an dem Schild, der Bus sieht ein bisschen anders aus. Wir fahren gleich mit einem selbstfahrenden Bus, der hier mehrere Museen verbindet. Wir warten jetzt, bis der kommt. Es passen so irgendwas zwischen 6 und 10 Leuten rein. Wir lassen uns überraschen. Wir haben vorhin mal ganz kurz einen fahren sehen und wir sehen uns dann gleich im Bus wieder. Und bestellen jetzt Essen mit einem Roboter. Und wenn ich jetzt Checkout drücke, dann müssen wir 11 bis 20 Minuten warten und dann sollte vor uns ein Roboter auftauchen, der uns das Essen bringt. Das war's mit unserer Woche in Tallinn. Wir hatten sehr viel Spaß. Euch ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass der selbstfahrende Bus nicht ganz so selbstfahrend war an manchen Stellen. Wobei er eigentlich schon große Teile wirklich autonom gefahren ist. Aber ihr habt ja auch gesehen, wir hatten einen sehr netten Studenten im Bus, der den führen muss aus rechtlichen Gründen. Es gibt zum Beispiel Stoppschilder, hatte er erzählt. Da muss aus rechtlichen Gründen immer noch ein Fahrer dabei sein, der dann den Befehl zum Fahren geben kann. Und da scheint es, glaube ich, auch halt auch generell noch ein paar rechtliche Regeln zu geben. Ich hatte ja erzählt, der verbindet die Museen in so einem Rundkurs und man kann dann einfach kostenlos mitfahren. Und ich kann das gerade echt momentan sehr empfehlen. Das ist ein Projekt der Techtel, der Uni, der Technischen Universität in Tallinn. Und nachdem ja ein Student oder ein Fahrer dabei sein muss, hat man halt auch gleich die Gelegenheit, alle möglichen Fragen zur Technik und zum Projekt zu stellen. Und wir haben uns da ewig lang unterhalten. Wir sind einmal die ganze Runde mitgefahren praktisch. Und zum Schluss hatte der Bus leider irgendwie noch ein Problem mit dem Sensor und er musste uns dann rausschmeißen, weil die ein Hardware-Teil tauschen mussten am Bus. Aber sonst haben wir praktisch noch, gerade noch hatten wir Glück und konnten eine Runde damit drehen. Ansonsten sind noch ein paar Sachen passiert in der letzten Zeit. Es war der GMTK Game Jam
ziemlich großer Game Jam und das war eigentlich jetzt mein erster richtiger Game Jam, an dem ich teilgenommen habe. Es war ziemlich witzig, der ging über 48 Stunden, das ist ziemlich kurz, also 2 Tage in 2 Tage, die man so gesund verbringen möchte und nicht 2 Tage komplett schlimm durchcrunchen will, ist wirklich nicht viel Zeit. Und am ersten Abend oder am Abend davor praktisch, Freitagabend war das für uns, von der Uhrzeit her, wurde das Thema revealed in einem sehr netten Video und das war Out of Control. Dann haben wir, das habe ich mit Blindery, mit meinem Kumpel zusammen, haben wir teilgenommen und haben sehr lange überlegt an dem Abend noch, was wir machen könnten. Hatten schon ein paar Ideen. Das ist dann sehr schön, wenn man einmal drüber schlafen kann und am nächsten Tag sich nochmal gut Zeit nehmen kann, sich gut zu überlegen, was man machen will und dann ja, die restlichen Stunden reinpowert und schaut, dass ein nettes Spiel rauskommt. Und wir haben einen kleinen Trailer gebaut. Ja, das Spiel heißt Clickbait und es geht eigentlich nur darum, Fenster zu schließen und möglicherweise ist der Mauscursor dabei nicht so hilfreich und eine komische Büroklammer gibt auch noch den Senf dazu. Wenn ihr das ausprobieren wollt, man kann es im Browser spielen, dann packe ich den Link unter das Video, dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Ansonsten sind in der letzten Zeit noch 2 nette kleine Dinge passiert. Ein Paper von mir wurde angenommen, bei dem geht es um Transformer, also eine Art von neuronalem Netz, die benutze ich, um Bilder zu erzeugen, die gezeichnet wurden, die also aus Strichen und Pfaden bestehen. Da habe ich in den letzten Monaten immer mal wieder dran gearbeitet, es wurde einmal abgelehnt, jetzt wurde es angenommen und ich darf dann im September einen kleinen Vortrag halten. Und nachdem die Veranstaltung online stattfindet, wegen Corona, hoffe ich, dass das vielleicht dann generell öffentlich zugänglich wird. Dann kann ich euch das natürlich auch erzählen. Und wenn wir schon bei meinen KI-Sachen sind, dann gab es da auch noch eine feine Sache. Es gab die Oxidize Conference, die hat auch online stattgefunden. Ich glaube, dass die sonst in Berlin stattfindet und dieses Mal halt auch online wegen Corona. Und die haben Künstler gesucht, die entweder in größeren Pausen eine Live-Performance machen zum Beispiel oder halt auch zwischen den Talks Sachen bereitstellen. Und da wurde ich gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und das kam mir sehr gelegen tatsächlich, weil ich jetzt das erste Mal die Gelegenheit hatte, ein Kunstprojekt von mir auszustellen, das ich eben mit neuronalen Netzen mache und nicht sonst mit meinem normalen generativen Projekten. Und das war sehr cool. Ich habe Renderings vorbereitet, die zeigen solche linienartigen Bilder, die eben erzeugt werden durch ja, das, was jetzt auch publiziert wurde, ja, durch meine Forschung. Es ist praktisch immer ein Inspirationsbild für die KI, die trainiert sich da drauf, auf diesem einen Bild, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann erzeugt sie nach und nach Bilder, die irgendwie so ein bisschen ähnlich sind, ein bisschen anders aussehen, aber halt in etwa den Stil behalten sollen. Das klappt bei manchen Bildern besser, bei manchen schlechter. Liegt immer ein bisschen daran, wie das Bild strukturiert ist. Und ja, das war cool. Ich habe die Farben angepasst, dass sie zur Konferenz passen. Und dann lief das immer zwischen den Talks. Das war also mein erster bezahlter Künstler-Gig für AI-Art. Hat mich auch sehr gefreut. Vor allem liefen die an meinem Geburtstag. Sehr schöne Kombination. Ja, das war's von mir. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kleinen Video. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ansonsten, jetzt kommt der Rasenmäher-Roboter vorbei. Nicht gegen den Stuhl fahren. Nope, nope, nope. Nope, nope, nope. Danke. Ach ja. Ansonsten sind in der letzten Zeit... Oh, warte mal, vielleicht schnell, bis der weg ist. Ein bisschen. So.